kept you waiting, huh? Hallo, liebes My Multiverse-Publikum. Bei der Retro-Ecke mit Chris, also mit mir, stelle ich euch kurz und knapp Spielereien vor, die besonders hervorzuheben sind. Wie ihr vielleicht schon erkannt habt, ist das Thema heute Metal Gear Solid. Doch bevor wir anfangen, müssen wir etwas in der Zeit zurückreisen. Also setze ich mich jetzt erstmal schön in meine Zeitkapsel und reise ein paar Jahre zurück. Denn am 8. Juni 1987 erschien aus dem Hause Konami unter der Leitung von Hideo Kojima auf dem MSX-Heimcomputer das Spiel Metal Gear. Eigentlich hatte man geplant, es als Shooter zu entwickeln, doch man entschied sich später für ein Stealth-Game. Somit gilt Metal Gear auch als Pionier des Stealth-Genres. In diesem Spiel spielte den Soldaten Solid Snake, Mitglied der Spezialeinheit Foxhound, der nach Outer Heaven, einem Söldnerstaat in Afrika, abgeschottet und ausgestattet mit den besten Sicherheitssystemen gesandt wurde, um den vermissten Agenten Gray Fox zu retten. Und natürlich, um eine mysteriöse Waffe auszuschalten. Eigentlich sollte Gray Fox das allein regeln, doch nach einigen Tagen brach der Kontakt ab. Und die einzigen Worte, die übermittelt wurden, waren Metal Gear. Es gab auch einige Portierungen des Spiels. 1990 zum Beispiel kam es für den NES auf den Markt und 2006 für die PS2 in Metal Gear Solid 3 Subsistence. Am 20. Juli 1990 folgte dann der Nachfolger. Auch wenn dieser nicht direkt in Planung war und Nintendo ein eigenes Studio engagierte, welches Snake's Revenge entwickelte, wurde ebenfalls von Hideo Kojima ein neuer Teil entwickelt mit dem Namen Metal Gear 2 Solid Snake. Ja, das ist etwas verwirrend, denn im Grunde gibt es zwei zweite Teile, wobei eigentlich nur der von Hideo Kojima relevant ist. Zwar knüpft Snake's Revenge an Metal Gear an, jedoch verfolgte Hideo Kojima eine andere Story. Zudem schaffte es Metal Gear 2 Solid Snake nicht auf den NES und sowie außerhalb Japans. Für den MSX2 entwickelt wurde später jedoch, also 2006, ebenfalls mit Metal Gear Solid 3 Subsistence im Westen veröffentlicht. Schon hier kann man viele Parallelen zu Metal Gear Solid 1999 erkennen. So hat man zum Beispiel ein Radar, kann Minen orten und aufsammeln und der Eulex-Schlüssel ist quasi so zu benutzen wie der Perl-Key. Ihr habt keine Ahnung, was das sein soll? Nun, ich schweige und lasst euch selber das durchs Spielen selbst herausfinden. Am 26. Februar 1999 erschien dann der erste 3D-Teil, welcher so erfolgreich war, dass dieser regelmäßig auf den ersten Plätzen der Top-Spiele für die PlayStation 1 landet. Ihr spielt wieder Solid Snake, welcher sich zurückgezogen hat und einsam in Alaska lebt. Leider wird seine Ruhe gestört und er wird direkt eingezogen, um in der in Alaska liegenden Basis Shadow Moses einen terroristischen Angriff zu stoppen. Diese fordern nämlich 100 Millionen Dollar und den Körper von Big Boss, welcher bereits verstorben war und eingefroren wurde. Natürlich brauchen die Terroristen ein Druckmittel, Metal Gear Rex. Ein mobiler nuklearer Kampfroboter, welcher einfach mal alles in Schutt und Asche legen kann. Klar, dass nur ihr in der Lage seid, diesem Treiben ein Ende zu setzen.
Metal Gear Solid bietet aber auch noch mehr. So könnt ihr euch im Verlauf des Spieles entscheiden, ob ihr Meryl, ebenfalls eine Söldnerin, die im Spielverlauf auftaucht, oder den Wissenschaftler Otacon, also Hal Emmerich, ein Wissenschaftler, der am Bau des Kampfroboters beteiligt war, rettet. Je nachdem bekommt man am Ende ein anderes Item. Bei Hal erhält man einen an den Predator erinnernden Stealth-Anzug, bei Meryl ein Bandana, welches unbegrenzt Munition bietet. Außerdem hat Kojima viele Easter Eggs eingebaut, zum Beispiel im Labor eine PlayStation 1 oder das Bild eines seiner anderen Spiele. Solltet ihr mal mit dem im Spielverlauf erhaltenen Fotoapparat Fotos schießen, kann es sogar sein, dass ihr Geister auf den Bildern haben werdet. Diese Bilder oder auch Geister sind die Entwickler, die sich somit verewigt haben. Am 8. März 2002 erschien dann Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty für die PlayStation 2. Durch die neue Generation der Konsolen boten sich viele Möglichkeiten für Hideo Kojima und sein Team. Unter anderem konnte man nun in der Ego-Perspektive zielen und gegnerische Soldaten überrumpeln oder ausrauben. Allerdings spielte man den bereits von den Fans geliebten Solid Snake nur im ersten Kapitel des Spiels auf einem Tanker, der den neuen Metal Gear Rail transportierte. Natürlich haben das auch Terroristen spitz bekommen und entern den Tanker, klauen Metal Gear Ray und versenken den Tanker samt der Marines-Einheit, die auf diesen Metal Gear halt aufpassen sollte, im Hudson River. Ab dem zweiten Kapitel führte man dann den sehr androgyn wirkenden Raiden ein. Auf einer Ölbohrinsel haben die Terroristen eine geheime Unterwasseranlage ausfindig gemacht, welche noch weitere Metal Gear Ray-Einheiten beherbergt. Mit diesem Arsenal bedrohen sie die westlichen Mächte. Also schickt man den relativ jungen Raiden dorthin, um sie zu stoppen. Auch Snake ist auf dieser Ölbohrinsel, fungiert aber eher als Mentor für den jungen Raiden. Ein Jahr später erschien mit Metal Gear Solid 2 Substance auch eine leicht abgewandelte Form des Hauptspieles. Nicht nur das Hauptspiel war dort enthalten, sondern auch einzelne Extra-Missionen, so eine Art Tutorial. Und zusätzlich auch noch eine Skater-Mission. Ihr konntet quasi mit Solid Snake oder Raiden auf ein Skateboard auf dieser Ölplattform hin und her fahren, so wie, bei Tony Hawk eben. Das war eine sehr lustige Geschichte, solltet ihr euch vielleicht mal anschauen. Am 3. März 2006 erschien dann ebenfalls für die PlayStation 2 Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Dieser Titel nahm das Wort Survival wirklich sehr ernst. Während des Kalten Krieges baute die russische Armee an einer neuen Waffe, dem Shagohod. Ein Panzer, der als mobile Startrampe für Langstrecken-Nuklearraketen dient. Das CIA will diese Waffe natürlich sicherstellen und entsendet Naked Snake, der genetische Vater von Solid Snake, nach Kuba, wo er einem russischen Wissenschaftler helfen soll, überzulaufen. Doch Oberst Volgen zusammen mit The Boss und ihrer Spezialeinheit machen unserem Protagonisten einen Strich durch die Rechnung. Bemerkenswert an diesem Spiel war, dass man sich um seine Tarnung, seinen Hunger und seine medizinische Verpflegung selbst kümmern musste. Im Dschungel konnte man verschiedene Tierarten fangen und verspeisen. Somit stillte man seinen Hunger und regenerierte seine Stamina-Anzeige. Wäre sicherlich doof, wenn der Magen knurrt, während man neben einem Gegner im hohen Gras liegt. Zudem konnte man unter verschiedenen Kampfanzügen und Gesichtsbemalung wählen. Das medizinische System war auch sehr ausgeklügelt. Statt einfach ein Medikit zu nehmen, musste man seine Wunden selbst verpflegen. Hatte man zum Beispiel einen Schnitt, musste man mit einer Nadel und einem Faden dies zunähen und auch noch zeitgleich verbinden. Und somit steigerte sich auch die Lebensanzeige von Snake. Wirklich sehr interessant. Leider wurde dies in weiteren Teilen nicht fortgesetzt. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Am 12. Juni 2008 erschien dann für die PlayStation 3 Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Metal Gear Solid 4 spielt im Jahre 2014 und spielt ungefähr 9 Jahre nach der Handlung von Metal Gear Solid und 5 Jahre nach Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Ja,
Leider Gottes hat sich die Welt etwas verändert. Der gute alte Snake ist etwas älter geworden durch den Fox-Dye-Virus, den er inneträgt, der ihn sehr schnell altern lässt. Weltweit wurde eine Kriegswirtschaft erschaffen und PMCs, also Private Military Companies, die für Geld Soldaten aussenden, haben mittlerweile die Oberhand. Diese PMC-Soldaten sind mit Nanomaschinen ausgerüstet, womit sich ihre Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld verbessern sollten. Doch dieses Netzwerk ist bereits schon im Fokus von Liquid Ocelot, der sich darauf vorbereitet, das System zu schaden. Snake spürt inzwischen, ja, dass die Welt mehr oder weniger aus den Fugen gerät und eilt natürlich zur Hilfe, als der alte Kommandeur Roy Campbell ihn bittet, Liquid mit einer letzten Mission zu stoppen. Im März 2014 erschien dann für die PlayStation 4 Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Dort, nun ja, war es mehr oder weniger eine Demo, die vermarktet wurde, für 30 Euro sogar. Aber wirklich langes Gameplay hattet ihr dort nicht. Es sollte euch einfach nur mehr oder weniger in die Geschichte von Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain einführen und das hat's auch getan. Allerdings mag man sich jetzt streiten, ob die 30 Euro gerechtfertigt waren. Nun, als Snake bzw. Big Boss erreicht ihr in Kuba das Gefangenenlager Guantanamo Bay. Dort sollt ihr zwei Insassen befreien, was ihr natürlich auch schafft. Und zwar befinden sich Paz und Chico in der Gefangenschaft der gegnerischen Einheit XOF. Und ihr als Big Boss seid natürlich drauf und dran, die beiden zu befreien. Es gab bei diesem kleinen Demospiel mehrere Missionsziele, die ihr erfüllen solltet. Unter anderem konntet ihr dort Hideo Kojima aus den Fängen des Guantanamo Bay befreien. Hideo Kojima sagt euch hoffentlich was, ist nämlich der Entwickler dieses Spiels. Unter anderem gab es dann auch ein paar extra Missionen, wie zum Beispiel Déjà-vu, wo man so einige Szenen aus vorherigen Metal Gear Solid Spielen nachspielen konnte, beziehungsweise es da bei bestimmten Punkten Flashbacks gab, die euch an vorherige Missionen erinnern sollte. Es gab auch eine Mission mit dem Cyborg Ninja Raiden. Und zwar folgendes. Auf dem Militärgelände in Guantanamo Bay haben sich Aliens eingeschlichen und in die Körper der Soldaten verfrachtet. Die sollt ihr natürlich jetzt ausfindig machen und zerstören. Ja, mehr gab es zu diesem Spiel einfach nicht zu sagen. Für 30 Euro mag der eine oder andere sagen, es war viel zu viel, mag vielleicht auch gerechtfertigt sein. Dennoch war es eine schöne Einleitung zu dem jetzt kommenden Spiel Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Am 1. September 2015 erschien dann Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Es knüpft direkt an die Geschehnisse von Metal Gear Solid Ground Zeroes an und nun ja, der gute Big Boss hat einfach alles verloren. Seine Mother Base, seine komplette Einheit wurde von XOF zerstört. Ihr selbst, also Big Boss, ist so schwer verletzt, dass er erstmal ins Krankenhaus kam und 9 Jahre im Koma lag. Doch die XOF hat mitbekommen, dass ihr überlebt habt und greift dieses Krankenhaus an. Eure einzige Chance zu fliehen. Nun kämpft ihr euch durch dieses Krankenhaus und werdet direkt draußen von dem guten Revolver Ocelot mehr oder weniger gerettet. Und nun ja, ihr müsst von vorne anfangen, das habe ich ja bereits gesagt. Also kümmert ihr euch darum, eure Motherbase komplett aufzubauen, Soldaten zu rekrutieren. Das konntet ihr ganz einfach via Fountain-Ballon machen. Ihr seid zum Beispiel an betäubte Gegner rangegangen, habt denen einen Ballon umgeschnallt, der wurde in die Luft gezogen und somit wurde er rekrutiert. Das gleiche ging auch mit Panzern oder mit anderen Fahrzeugen. Metal Gear Solid 5 ist aber ein wahnsinnig gutes Spiel. Blenden wir einfach mal die restlichen Kritiken weg. Ist es ein solides Spiel, welches wunderbar umgesetzt wurde von Hideo Kojima. Leider Gottes auch sein letztes. Denn während der Arbeiten an Metal Gear Solid 5 gab es den ein oder anderen Krach zwischen Konami und Hideo Kojima. Letztendlich
wurde Hideo Kojima leider gekündigt. Und somit wird es wahrscheinlich nie wieder ein schönes Metal Gear Solid geben. Konami startete danach nochmal den Versuch mit Metal Gear Solid Survive. Allerdings, naja, war das mehr oder weniger oder eigentlich mehr schlecht. Da braucht man auch nichts schönreden. Es war wirklich nicht toll. Allerdings, Metal Gear Solid 5 hat mich als Spieler sehr überzeugt, da es sehr viele, ja, mehr oder weniger Twists gab, wo man dachte, man wüsste bereits schon, wie das ablaufen wird, doch dann kam es doch ganz anders. Der gute alte Plot-Twist. Also solltet ihr es noch nicht gespielt haben, es ist mittlerweile relativ günstig zu erwerben, greift zu, greift den Controller und spielt mal eine Runde. Das war's mit der ersten Episode von Retro-Ecke mit Chris. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Bitte bedenkt, dass wir natürlich nicht alles an der Story, ja, veröffentlichen können, weil unser Grundgedanke natürlich darin liegt, dass ihr diese Spiele selber mal in die Hand nehmt. Wir werden aber zu Metal Gear Solid auf jeden Fall nochmal ein Special machen, wo wir die komplette Story mal für euch verständlich rüberbringen. Denn die ist wirklich sehr detailreich und kompliziert. Ja, das war's denn auch soweit. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß damit gehabt und besucht unseren Blog auf mymultiverse.de, unsere Facebook-Seite natürlich, wo ihr alle Infos brandaktuell bekommen werdet. Und ich denke mal, die nächste Episode wird sich um einen kleinen Wandkrabbler drehen. Also bis dann. Ciao.